Damen und Herren. Gleich zwei jungen Moderatoren, die demnächst hier bei ProSieben eine neue Show präsentieren. Die Show heißt Die Millionärswahl. Bitte begrüßen Sie Janine Michaelsen und Elton. Ich dachte mir, Leute machen Quatsch, wenn die so rumwackeln. Das ist so schnell, ist das Ding noch nicht? Doch, das ist ganz schön schnell. Juhu. Ja, ja, man meint das. Wenn man zu viel Speed hat, dann kommt die Schwerkraft. Elton, du kennst das? Deswegen ja. Haben die gesagt, du sollst aus. So, ihr zwei moderiert eine neue Show. Jawohl. Ich kenne ja der ein oder andere ja vom ZDF zum Beispiel. Oder von Joko und Klaas. Ja. Jawohl. Du bist mich kennt man eigentlich noch ganz gänzlich unbekannt. Ja. Er wurde mir als großes Talent empfohlen. Ja. Hat sich aber schon gezeigt, dass ich das eigentlich gar nicht bin. Ja, pst, nein. Dieses Understatement. Ihr seid jetzt schon Traumpaar. Absolut. So, die Show heißt Die Millionärswahl. Ja. Ja. Das wird bei ProSieben und Sat.1 stattfinden. Mhm. Genau. Worum geht es genau? Könnt ihr das mal erklären? Es ist tatsächlich genauso, wie es heißt. Deutschland wird dazu aufgefordert, den ersten demokratisch gewählten Millionär zu stellen. Jawohl. Das heißt, wer zu blöd ist für Jauch und zu schwach für Schlag den Raab, der kann sich bei uns bewerben quasi. Ja, da kann ich Millionär werden. Was muss ich denn können? Also wir stellen eine große Plattform zur Verfügung, das tun wir bereits, unter millionärswahl.de. Da kann jeder, der was kann oder denkt, er kann was oder denkt, er kann nichts und das reicht trotzdem, sein Können oder Nicht-Können dokumentieren. Okay. Kunst, Schwachsinn, wir nehmen alles, was das Publikum sehen will, denn die Leute laden da ihre Sachen hoch. Ja. Und gehören dann zu einer kleinen, eingeschworenen Gemeinschaft, die sich untereinander in die großen Finalshows wählen kann und muss. Ach so, und es dürfen nur die abstimmen, die auch was hochgeladen haben und da mitmachen. Richtig. Verstehe. Also zumindest registriert sind. Also die müssen nicht unbedingt Material eingeschickt haben, aber alle, die sich bewerben, können auch wählen. Okay. Also wenn du dich bewerben willst, dann musst du ein Video hochladen mit dem, was du besonders gut kannst oder glaubst zu können. Oder ein Foto, oder du erzählst ein Projekt, was du gerne machen möchtest. Okay. Wir nehmen auch gute Menschen. Und nur die da registriert sind und mitmachen, wählen sich dann gegenseitig. Richtig. Aber dann wäre es doch gut, wenn ich da mitmache, dass ich gar keinen anderen wähle, weil ich ja die Millionen dann im Zweifel gewinne. Das Problem ist, du musst wählen und du darfst dich nicht selbst wählen. Okay. Wenn du nicht wählst, fliegst du raus. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Leute an, die sich bereits beworben haben. Und zwar diese hier. Wir fangen mal an mit diesem jungen Mann hier. Ein sensationeller Stunt. Ja. Der hat auch noch ein zweites Video eingeschickt, wo er raucht und ganz tolle Blasen macht. Er hat mannigfaltige Talente. Okay, also er hat mehr. Es reicht nicht, wenn man nur eine Sache gut kann. Doch, wenn man eine Sache gut kann, kann das auch reichen. Man darf aber auch ganz viel gut können. Und darf dann auch eine Million Euro gewinnen. Also der könnte jetzt schon eine Million Euro gewinnen. Okay. Aber wir können uns auch einen weiteren gerne angucken. Ja, das hier ist auch, das ist ganz lustig, finde ich. Kennst du das Spiel Super Mario? Super Mario, das Spiel kenne ich selbstverständlich. Ja, das hat hier jemand einer mal nachgespielt. In real, das soll die Schildkröte sein. Damit kann man auch eine Million Euro gewinnen. Ja, vielleicht. Guck mal, kommt hier schon mal sehr gut an. Das Knochenjochen ist. Ja. Rein nach dem Prinzip. Erlaubt es, was gefällt. Ja. Bleib noch ein. Ja, ein noch. Okay, was gibt's noch? Auch sportliche Höhepunkte, nicht nur der Sprung, sondern dieser junge Mann hier. Und freut sich, ja, kann eine Million Euro gewinnen.
Auch wenn er nur diesen Einsprung kann? Ja. Auch eigentlich, wenn er nur diesen Einsprung kann. Im Endeffekt geht es ja darum, dass er möglichst viele Leute dazu bringt, obwohl die eigentlich selber die Millionen haben wollen, dafür zu stimmen, dass er die kriegt. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht die blödste Idee, diese Schraube weiterzuentwickeln und noch ein paar andere Videos online zu stellen, weil im Endeffekt müssen die eigentlich einfach nur wahnsinnig guten Wahlkampf machen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum soll man sich nachher die Show angucken, wenn man sich jetzt schon die Videos angucken kann. Das, was die Künstler da zum Beispiel gezeigt haben, werden dann in der Show richtig aufgeblasen. Du kennst das vielleicht noch von dem Thank You Man. Da hattest du ja auch ein Video, das war relativ klein und du hast das schön groß gemacht und wir machen das noch viel, viel geiler, noch viel, viel größer. Okay, verstehe. Und es können dann auch Gesamtdeutschland abstimmen, also nicht nur dann die Community, sondern wenn die Show kommt, kann Deutschland halt abstimmen, der war super, der soll die Million gewinnen. Im Moment ist es erstmal nur auf der Online-Plattform. Richtig. Das ist www.millionärswahl.de. Genau. Bis zum 16. November. Bis zum 16. November. Kann man sich da noch anmelden, danach ist es vorbei. Und dann gehen die Fernsehshows los. Ja, die Fernsehshows kommen nächstes Jahr, Anfang des Jahres, im Januar. Weil in der Zeit zwischen dem 16. November und dem 1. Januar wird die immense Zahl der Teilnehmer runtergekürzt auf die 49, die dann ganz Deutschland zur Wahl stehen. Und zwar auch wieder von den Teilnehmern selber. Richtig. Die wählen sich sozusagen die selber raus. Sich selber. Ja. Okay. Und bevor wir Schluss machen, nur mal zusammenfassen. Also man muss jetzt nicht unbedingt der beste Tänzer oder Sänger sein. Man kann auch vielleicht ein soziales Projekt starten. Ja. Man sagt, ich möchte gerne ein Kinderhaus in Afrika irgendwie erbauen. Dafür brauche ich die Millionen. Kann man machen. Man kann auch, wenn man einen Film machen will. Ja. Man hat aber nicht das Geld dafür, ich will Brad Pitt gerne dafür haben, brauche ich die Millionen. Also alles kann, nichts muss. Ja. Der eine oder andere kennt den Spruch. Wenn man vier Ferraris haben möchte zum Beispiel, kann man sich auch bewerben, wenn man die anderen dafür begeistert und ja, okay, du kriegst die vier Ferraris. Es gibt diese schöne Geschichte von Leuten, die gerne die Millionen haben, um eine halbe Million vom Kölner Dom zu werfen, damit die Leute die fangen. Auch das ist legitim. Ah, guck mal, das ist lustig. Da ist bestimmt was los an dem Tag. Ja. Das also macht euch keinen Kopf irgendwie, sondern einfach frei raus, irgendwas kann jeder. Alles klar, unter www.millionärswahl.de können Sie sich also bewerben und dann geht's Anfang des nächsten Jahres los mit euch beiden als Moderatoren. Vielen Dank, Elton und Janine Michaelsen, meine Damen und Herren. Und nicht erschrecken, heute ist Halloween. Ja.